Hi Leute, ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. Ich dachte mir, ich rede heute einfach mal so ein bisschen über No-Gos. Was sollte man auf keinen Fall in den USA oder im Umgang mit Amerikanern machen? Es wird vor allem so um kommunikative Sachen gehen. Ich denke mal, das macht auch Sinn. Und ich habe für alles, was ich sage, eigentlich auch ein Beispiel. Und in diesem Video werden es eigentlich fast ausschließlich Beispiele aus meiner Nachbarschaft, also quasi bei mir hier im Gebäude und unmittelbare Umgebung sein. Das war nicht unbedingt so geplant, aber irgendwie ist es mir so direkt eingefallen. Also ich hoffe, das ist okay für Leute. Und legen wir auch direkt los. Das erste ist, dass es hier schnell als unhöflich verstanden wird, wenn man nicht mit Leuten redet, die in unmittelbarer Umgebung zu einem selber sind. Also beispielsweise so im Aufzug. In Deutschland ist es ja da eher so, dass man sich denkt, okay, fremde Person, ich will die jetzt mal nicht nerven, ich kenne die gar nicht, der ist in seiner eigenen Welt, wieso soll ich jetzt mit dem reden? In den USA ist es eigentlich genau andersrum. Also die Menschen erwarten, dass man sich so ein bisschen um sein Gegenüber nicht kümmert, aber dass man sich so ein bisschen dafür interessiert und einfach nicht so abgeschlossen für sich selbst ist, sondern dass man, wenn man jetzt sagt, okay, wir haben jetzt hier 2 Minuten in Aufzug fahrt, dass man dann einfach kurz ein bisschen Smalltalk macht, ein bisschen was erzählt, ein bisschen Konversation betreibt. Und ja, die Gründe sind natürlich immer vielfältig, aber es wird auch oft so empfunden, dass Stille peinlich ist. Also ich glaube, ja, Aufzug ist wirklich das klassische Beispiel. Das wird dann einfach so schnell als irgendwie so eine Spannung empfunden, weswegen die Amerikaner das umgehen, indem sie einfach reden. Was ich hier zum Beispiel auch oft erlebe, ist, dass Leute sich in ein Gespräch einschalten, in das sie eigentlich gar nicht involviert sind. Also beispielsweise man ist jetzt, weiß ich nicht, im Park oder in einer Bar oder so. Und man unterhält sich irgendwie mit einer Freundin und dann schaltet sich jemand, der irgendwie einen Sitz weiter hinten sitzt oder so, oder das halt noch mitgehört hat, schaltet sich dann mit ein in die Konversation und sagt, ah ja, das habe ich doch auch schon gemacht, das funktioniert so und so. Das würde man ja nun in Deutschland gar nicht machen. Ich habe es auch erlebt, also beziehungsweise ich habe es nicht erlebt, sondern eine Freundin von mir, die lange in den USA war und dann wieder nach Deutschland gegangen ist. Sie hat sich, glaube ich, irgendwie an irgendeiner Bartheke oder so irgendwann mal in dann so ein Gespräch zwischen 2 Leuten eingefunkt. Und die haben dann direkt so gesagt, ja, was geht denn dich bitte hier unsere Konversation an? Das ist in den USA halt nicht so. Also natürlich, man darf da jetzt auch nicht so wie der Elefant im Porzellanladen sein. Man muss sich vielleicht auch ein bisschen vorsichtig rantasten. Aber ja, die Leute hören da eine Konversation mitunter mit und geben dann ihren Brei dazu auch mit. Das habe ich zum Beispiel erlebt, als wir im Urlaub in Mexiko waren. Ich weiß nicht, ob ich die Story mal erzählt habe. Ich habe meine Green Card einfach mal nicht mitgenommen. Ich habe die in den USA gelassen, wie sie auch immer. Ich habe irgendwie einfach nicht dran gedacht. Und habe mich dann am Frühstückstisch im Hotel mit meinem Mann darüber unterhalten. Und das war halt so ein langer Tisch. Und ein anderes Pärchen saß am anderen Ende des Tisches, also naja, fast schon relativ weit weg. Und die haben sich dann auch in unser Gespräch eingeschaltet und meinten, also haben sich auch 5000 Mal entschuldigt, sodass sie jetzt mitgehört haben und so. Aber sie hatten dann halt Tipps und wie wir das lösen können. Ja, also von daher seid darauf gefasst, dass Leute teilweise auf euch zukommen und sich in eure Gespräche mit einschalten. Aber das ist ein wirklicher Spagat, das so hinzubekommen, dass es nicht unhöflich ist. Es ist nämlich auch so, dass obwohl man jetzt so viel kommuniziert und so offen ist, auch gegenüber Fremden, heißt es nicht unbedingt, dass man tiefergehend sich mit jemandem unterhält. Was ich versuche zu sagen ist, dass es als sehr unhöflich gelten kann, wenn man hier Fragen stellt, die das Privatleben einer Person betreffen. Als Beispiel komme ich jetzt wieder mit dem Aufzug um die Ecke. Ja, Leute, ich habe kein Leben, was soll ich machen? Und zwar habe ich neulich, als ich im Aufzug war, dann ist ein Pärchen zugestiegen, ein paar Etagen unter mir mit Koffern. Und da habe ich jetzt aus meiner Zeit in den USA eigentlich schon gelernt, dass man nicht unbedingt jetzt fragen würde, oh, wo geht's denn hin? Das könnte mitunter als unhöflich gelten oder ja, dass man so Personen ausfragt. Besser ist es, sowas zu sagen wie, oh cool, ich wünsche euch eine gute Reise. Und so fängt man eigentlich ein Gespräch an, weil dann hat das Gegenüber die Möglichkeit zu sagen, oh ja, wir gehen da und dahin, wir besuchen Family, oder sie sagen halt einfach nur so, ja, ja, danke, also nichts weiter. Amerikaner machen viel Konversation mit Leuten, die sie nicht kennen, aber es ist eher so, dass man
so ein bisschen von sich selber erzählt oder eben von der Situation erzählt, in der man sich jetzt gerade befindet. Also irgendwie man wartet auf den Aufzug und der kommt gerade nicht. Ah, shit. Ah, ich muss dann in den sechsten Stock. Ah, ich muss in den siebten Stock. Es ist nicht so gewöhnlich, dass man Leuten Fragen stellt. Also das kann sehr schnell als unhöflich gelten. Was ja in Deutschland auch, glaube ich, genau andersrum ist. Also eigentlich gilt es eher als unhöflich, wenn man anfängt, von sich zu labern mit irgendeinem Fremden und gar nicht weiß, ob sich derjenige für einen interessiert. Also man würde da vielleicht doch eher versuchen, ein bisschen aufs Gegenüber einzugehen und Fragen zu stellen. Das ist hier halt genau umgekehrt. Eine weitere Sache, die ich habe, ist Konflikte offen aussprechen. Mit offen aussprechen meine ich das so, wie es in vielen europäischen Ländern gemacht wird, also eben sehr direkt. Mitunter vielleicht sogar auch in einem lauteren Ton oder so. Ja, Amis können auch mal echt ausrasten und Prügeleien sind hier nicht unbedingt eine Seltenheit. Aber an sich, wenn wir eben versuchen, höflich zu bleiben und niemanden anzupissen, ist es hier so, dass man eigentlich Kritik oder Verbesserungsvorschläge sehr wohlwollend formuliert oder vielleicht sogar irgendwie ein bisschen ins Positive umkehrt. Beispiel: Wir haben einen Nachbarn anscheinend, der früh morgens, teilweise am Wochenende, irgendwie mit seiner, ich weiß nicht, was er für ein Auto hat, aber wenn er das Auto anmacht und anspringt, dann ist es halt immer total laut. Also ich höre es Gott sei Dank nicht, aber es haben verschiedene andere Nachbarn gehört und niemand wusste so wirklich, wem gehört dieses Auto. Und wir haben halt so eine Nachbarschafts-E-Mail, die halt alle bekommen. Und da hat dann halt jemand gesagt, hey, das Auto, was da vorne steht, also ich wollte nur sagen, das ist echt ein mega cooles Auto und auch wie du es angestrichen hast, sieht echt super aus, also echt cooles Auto. Aber es wäre echt super, wenn du vielleicht morgen früh nicht so direkt so laut losfahren könntest, weil ich habe mein Fenster da drüber, ich weiß, ich will jetzt hier nicht so der neue Neighbor sein, aber ich wach davon halt auf und meine Kinder auch, also das wäre wirklich super. Dann haben sich danach auch noch irgendwie ein, zwei andere Nachbarn eingeschaltet und haben auch gesagt, also genau die gleichen Sachen, ja wirklich echt coole Karre, aber bisschen leiser wäre super und ja, so wurde das dann gelöst. Der nächste Punkt ist, keine speziellen Hobbys haben oder keine Passion für etwas haben. In den USA, also die USA sind bekannt als das Land der Individualisten. Ich glaube, nirgends wird das Wort Individuum so groß geschrieben wie in den USA. Und dementsprechend wird es eigentlich auch von jedem so ein bisschen erwartet, dass man irgendwas hat, was einen richtig antreibt, irgendwas, was einen richtig interessiert, also wo man eine Leidenschaft hat. Ist ja mitunter in anderen Ländern, jetzt beispielsweise Deutschland, fast so, dass man eigentlich nicht unbedingt so aus der Reihe tanzen will. Aber in den USA ist es genau umgekehrt. Also du giltst als langweilig, wenn du hier nichts irgendwie was Spezielles hast. Mir ist auch zum Beispiel aufgefallen, also hier werden ja immer Weihnachtskarten verschickt. Wir haben von Freunden von Gino auch Weihnachtskarten bekommen. Da stand dann halt eben frohe Weihnachten von allen Familienmitgliedern. Da standen dann auch von den Kindern, die irgendwie, ich weiß nicht, 5 und 8 Jahre alt sind, dahinter, welche Kurse die gemacht machen, welches Instrument sie spielen, in welcher Sportgruppe sie sind. Also es wird schon irgendwie so erwartet, dass jeder irgendwie mit seiner Freizeit irgendwie was macht. Und ja, die erzählen dann teilweise auch relativ ausführlich über ihre doch sehr speziellen Hobbys. Das ist hier also auch nicht ungewöhnlich. Was auch nicht ungewöhnlich ist, ist, dass Leute hier teilweise sehr offen über ihre psychischen Probleme und mentalen Zustand sprechen. Wieder ein Nachbarbeispiel. Also ich bin mit einer Nachbarin hier auch per Facebook befreundet und wir sind in einer Washington DC Gruppe und da sieht man ja dann immer, wenn irgendjemand was kommentiert. Und da gab es irgendwie so einen Post, ja, wie fühlt ihr euch gerade, wie ist euer Wochenende oder so. Und da hat sie dann halt reingeschrieben, ja, ich bin total fertig. Das war zu Hochzeiten von Covid, wo halt Quarantäne und alles war. Ich habe hier einen Nervenzusammenbruch nach dem anderen, mir geht's ganz schlecht. Und das habe ich dann halt gesehen und dachte mir so, oh, oh weia, so. Dann habe ich sie halt angeschrieben und habe sie gefragt, ob sie mal vorbeikommen will, so nach dem Motto, hey, dass du nicht immer alleine bist und so. Sie kam dann auch und dann dachte ich mir so, okay, es wird vielleicht nicht so gut sein, jetzt so im Detail sie zu fragen, was los ist, aber irgendwie will ich ihr ja auch helfen. Aber dann kam sie und es war einfach mal so, also sie hat direkt drauf losgebabbelt und hat wirklich alles, alle ihre Probleme, alles von ihrem Leben erzählt. Also das war wirklich irgendwie überhaupt kein Ding. Und das ist eben auch so eine Sache, dass hier Sachen wie
Therapie, also Psychotherapie oder auch, dass man Medikamente gegen Depressionen oder bipolare Störung oder was auch immer. Das ist einfach so ein bisschen offener hier. Das ist, glaube ich, schon mehr in der Gesellschaft angekommen, dass das nichts Ungewöhnliches ist und dass es halt völlig legitim ist, sich da in welcher Form auch immer, jetzt Therapie, Medikamente, Gruppentherapie, was weiß ich, sich da irgendwie Hilfe zu holen. Also das Stigma ist nicht so groß wie in Deutschland, würde ich jetzt mal behaupten. Der nächste Punkt ist, sich nicht engagieren für sein soziales Umfeld und sich mitunter. Wir wissen ja, dass hier teilweise es große Probleme gibt, dass eben nicht alle Leute krankenversichert sind und so weiter und so fort. Das ist dann halt schnell so, dass Leute aus deinem Umkreis oder mitunter auch Nachbarn so ein bisschen einspringen und versuchen, irgendwie zum Beispiel eine Crowdfunding-Kampagne zu starten. Also es ist halt generell so dieses Mindset, dass vom Staat selbst nicht so viel erwartet wird und dass es eher so aus der Community kommen muss, der Support. Beispiel, wir werden hier ein riesiges Amazon-Building, was auch immer, ich weiß nicht, was es genau alles inkludiert, aber halt sehr großes bekommen. Und dementsprechend wird hier die ganze Nachbarschaft umstrukturiert, weil hier einfach super viel mehr Leute reinkommen werden. Und dazu gehört, dass das Gebäude von uns gegenüber die dreifache Größe bekommen soll, was halt für uns die Sicht nach Washington DC, also wir sind hier in Virginia und wir hatten eine relativ gute, oder wir haben momentan eine relativ gute Sicht auf Washington DC, die wird dadurch halt komplett verblockt, was halt blöd ist insofern, dass der Wert unserer Apartments hier natürlich sehr gebunden ist an solche Sachen und das wird einfach den Wert des Apartments oder ja, für alle Apartments in dem Gebäude halt deutlich mindern wahrscheinlich. Und dazu gab es eine Art Board-Meeting bei uns im County und man konnte da halt hin als besorgter Nachbar und man konnte sich auch zum Reden anmelden. Also es waren dann, glaube ich, irgendwie jeweils 2 Minuten oder so, die man hatte. Und es sind einfach mal nicht nur aus unserem Gebäude, sondern auch aus den umstehenden Gebäuden hier 92% aller Leute, die hier wohnen, sind zu diesem Meeting hingegangen. Und ja, also ich weiß nicht, wie viele, aber irgendwie, ich glaube, 80%, also richtig, richtig viele, es ging stundenlang, haben sich auch zum Reden angemeldet. Und zwar nicht nur die Leute, die die Apartments besitzen, sondern auch Leute, die die nur mieten. Also denen kann das ja eigentlich relativ egal sein. Und das inkludiert eben auch alles, was so damit einhergeht. Also, dass man zum Beispiel das organisiert hat, dass Leute, die kein Auto haben, dass die halt abgeholt werden oder dass Leute mit Behinderungen dann halt vorziehen konnten, dass sie einer der ersten Sprecher waren. Es wurden Snacks und Getränke und alles organisiert und das hat einfach. Das Ding ist, die haben dann doch dagegen gewotet, leider das Board, aber trotzdem war es irgendwie schön zu sehen, dass wir so als eine Nachbarschaft zusammenkommen und da irgendwie zusammenhalten und dass das für jeden wichtig ist und jeder sich da irgendwie mit engagiert. Jo, und mit diesen Worten würde ich dann gerne das Video beenden. Ich hoffe, es war für jeden so ein bisschen was Neues mit dabei, dass ihr es interessant fandet. Schreibt mir gerne einen Kommentar runter. Also ich profitiere davon wirklich sehr. Das hilft, dass mein Video mehr Leuten vorgeschlagen wird. Auch wenn es vielleicht irgendwie nur was ganz Kurzes ist. Ein Rating hilft auch auf jeden Fall weiter. Also Daumen hoch oder Daumen runter, wenn es euch nicht gefallen hat. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut, ciao.